Endlich, Alina, endlich ist er wieder da. Der Kloßsänger. Ach der. Vor 5 Jahren eroberte der 13-jährige Volksmusik-Freak, muss man sagen, Fritz Wagner aus Suhl, die Charts mit einem ganz bestimmten Ohrwurm. Eine Liebeserklärung an Thüringer Klöße. So, jetzt ist er volljährig und schon hat er seine nächste Liebe entdeckt. Ich habe ein Date, so der Name seines neuen Songs. In diesem lockt der junge Mann seine Angebetete zu sich nach Hause. Klingt fast ein bisschen gruselig. Nicht mit der Aussicht eben auf Blumen oder Küsse, sondern mit dem lockenden Duft original Thüringer Küche. Also es bleibt Thüringer Küche. Ich liebe alles an dieser Geschichte. Koch das Wasser auf dem Herd, ist bitter mir egal. Na, klingelt's bei Ihnen? Der Dampf ist allererste Wahl. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten. Im zarten Alter von 13 Jahren reimte Volksmusikfreund Fritz Wagner diese Ohrwurm-Ode an seine Lieblingsspeise. Das ist nun 5 Jahre her. Thüringer Klöße isst der Junge aus Suhl immer noch gerne. Mittlerweile ist aus dem trällernden Fritzchen allerdings ein junger Mann geworden. Mit Interesse am anderen Geschlecht. Und darüber singt er jetzt. Ich hab ein Date mit dem Thüringer Mädchen. Wenn Sterne am Nachthimmel stehen, geht mein Date mit dem Thüringer Mädchen bis Montagmorgen um 10. Ja, es ist halt Volksmusik und es ist Schlager. Das ist halt, wie soll man sagen, nicht jedes Mal aufs Neue neu erfunden. Oder komplett neu. Ich bin ja auch der Fritz und ich mache eben meinen Volksmusik und Schlager schon so seit 7, 8, 9 Jahren. Und das soll auch so beibleiben und deswegen bleibt auch das Lied erstmal so, wie es ist. Also in dieser Richtung, auch meine Musikrichtung. Dann essen wir Thüringer Klöße. Und womit lockt der pfiffige Fritz sein Date? Natürlich mit der unvermeidbaren Thüringer Sättigungsbeilage. Dabei ist die Angebetete aus dem Video Wir wittern Betrug ausgerechnet eine waschechte Fränkin. Von wegen ein Date mit einer Thüringerin. Natürlich ist das keine Verarsche, aber ich habe sie halt in Nürnberg kennengelernt zu unserer Ausbildung. Und modelmäßig macht sie so ein bisschen was fotomäßig und deswegen dachte ich mir so, warum nicht sie mal fragen? Und sie hat Interesse und würde gerne mitmachen wollen und deswegen ist sie in dem Video. Seine Fans haben Klößchen Fritz jedenfalls nicht vergessen. Noch heute bekommt er reichlich Fanpost und die wird auch artig in seiner Junggesellenbude eigenhändig beantwortet. Ich habe auch sowas dabei, dass Liebesbriefe oder Groupies oder dergleichen mir dann schreiben und auch ihre Telefonnummern gleich mit reinschicken und auch Bilder von sich. Das ist natürlich immer sehr schön und schmeichelhaft. Und es freut mich jedes Mal wieder, wenn ich einen Brief bekomme, wo drauf steht I love Thüringer Klöße und dergleichen. Das ist einfach jedes Mal ein super Gefühl für mich. Wenn Fritz nicht gerade musiziert, arbeitet der 18-Jährige übrigens als Chemielaborant. Doch seine Liebe gehört weiterhin seiner Heimat, ihren Klößen und der Volksmusik. Und wer weiß, wie viele Liebesbriefe er jetzt zur Veröffentlichung seines neuesten Ohrwurms bekommen wird. Fritz ist da für vieles offen. Ich hab ein Date mit einem Thüringer Mädchen. Am Sonntag 3:30.